Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vor einigen Monaten habe ich mal diese Vintage-Lampe im Fernsehen gebaut. Die Anleitung verlinke ich dir mal hier oben. Und ich habe mir jetzt nochmal eine gebaut, aber da gefällt mir das Kabel einfach nicht. Deswegen möchte ich das gerne aufhübschen. Und ich bin gerade im Makramee-Fieber, deswegen möchte ich das gerne mit Makramee-Knoten umwickeln. Und wie ich das Ganze gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Was du dafür brauchst, ist so ein Makramee-Seil. Meins verlinke ich dir unten in der Infobox, wo ich das gekauft habe, und eine Schere. Und dann schneidest du dir von deinem Makramee-Seil ein ganz schönes Stück ab. Also du brauchst nur einen langen Strang. Und dann nimmst du die beiden Enden von deinem langen Strang, legst die zusammen und fährst am Seil so lang hoch, bis du eben mittig die Schlaufe entsteht. Und dann geht es auch schon los. Und zwar nimmst du dein Stromkabel, das nimmst du in die Mitte und legst dein Makramee-Seil rechts und links davon gerade hin. Und dann fängst du an mit der rechten Seite. Mit dem rechten Seil legst du dir so eine Schlaufe hin und gehst mit dem linken Seil über das rechte Seil. Und dann nimmst du dein linkes Seil und gehst unter dem Stromkabel durch und kommst oben bzw. unten durch die Schlaufe wieder durch und ziehst das Ganze straff. Dann fängst du an, mit dem linken Seil über das Stromkabel zu gehen. Das rechte Seil legst du über das linke, gehst unter dem Stromkabel durch, unter der Schlaufe und ziehst es durch. Und das ist der einfache Kreuzknoten. Und den zeige ich dir jetzt nochmal von nahem. Also rechtes Seil über das Stromkabel, linkes Seil geht über das rechte Seil, dann unter dem Stromkabel durch, durch die Schlaufe, die auf der rechten Seite entstanden ist, und durchziehen. Anziehen und dann das linke Seil geht über das Stromkabel, rechtes Seil geht unter dem linken durch, unter dem Stromkabel durch, durch die Schlaufe, die links entstanden ist, durchziehen und festziehen. Also wirklich ein ganz einfacher und toller Knoten. Und dann siehst du, dass hier immer so Schlaufen entstehen, immer abwechselnd. Und immer da, wo die Schlaufe ist, musst du neu ansetzen. Falls du mal irgendwie ans Telefon gegangen bist oder auf Toilette und dann plötzlich nicht mehr weißt, ja, wo habe ich denn, war ich jetzt rechts oder links? Das erkennst du immer an der Schlaufe. Siehst du, und jetzt ist sie auf der anderen Seite, also muss ich von der Seite den Knoten neu anlegen. Und so kannst du dich da langhangeln. Und dann kann es natürlich passieren, dass dein Makramee-Seil zu Ende geht und dein Stromkabel aber noch nicht. Dann ziehst du das Ende einfach sehr straff und schneidest die beiden Enden einfach ab. Da löst sich auch gar nichts. Wie gesagt, gut andrücken und dann setzt du einfach ein neues Stück Seil an und fängst wieder an, deinen Knoten zu knoten. Und gucken, wo ist die Schlaufe, wo muss ich ansetzen. Hier ist sie wieder rechts, also muss ich auch rechts mit dem Knoten anfangen. Und dann, wie gesagt, einfach weitermachen und so fällt der Übergang überhaupt nicht auf. Ich zeige dir aber noch eine zweite Variante, die auch möglich ist. Bei der zweiten Variante lässt du einfach die Enden stehen und knotest einfach drüber. Du musst halt nur darauf aufpassen, dass du da nicht durcheinander kommst jetzt mit den ganzen Seilenden. Und dann versteckst du quasi die Seilenden vom ersten Ansatz unter den weiteren Makramee-Knoten. Das fällt dann gar nicht auf. Das ist auch die schönere Variante oder die versteckbarere Variante zur ersten. Da siehst du wirklich überhaupt keinen Übergang mehr. Du musst halt nur darauf aufpassen, dass die Enden immer gut am Stromkabel anliegen und sich unter den Neuknoten verstecken.
Und wenn du den Knoten nur von einer Seite machst, dann fängt er an, sich zu drehen. Das finde ich auch sehr schön. Was heißt jetzt von einer Seite? Das heißt, dass du dein rechtes Seil über das Stromkabel legst, linkes Seil über das rechte und dann und durch die Schlaufe durch und dann nicht, wie vorhin gezeigt, von der linken Seite nochmal, sondern wieder nur von rechts. Du machst also nur den halben Knoten quasi. Schau, und dann kriegt er nämlich diese schöne Drehung. Und das finde ich, sieht auch echt sehr hübsch aus. Gefällt mir richtig gut. Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich zeige dir das jetzt hier nochmal, wie das dann direkt an der Lampe aussieht. Hier haben wir einmal die gerade Variante. Und hier die gedrehte. Das Ganze sieht übrigens auch an Lichterketten ganz hübsch aus. Hier habe ich meine Lichterkette auch damit umwickelt. Das gefällt mir auch echt gut. Ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon auf dich. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss!